Ja, damit zurück wieder in Hachenburg. Mitten in Hachenburg sind wir ja in diesem wunderbaren Park, Herr Hering. Ne? Wir haben es eben gesagt, hier tut sich eine Menge. Das Parkhotel sitzt so mittendrin. Für alle, die das nicht so kennen, Hachenburg, schöne mittelalterliche Stadt. Dieser Park, das ist ja so die grüne Lunge quasi, ne? Der Stadt von Hamburg. Ja, das ist natürlich ein ganz großer Reichtum, dass wir mitten an der Innenstadt diese große historische Parkanlage haben. Aber Hachenburg ist fantastisch eingebettet. Im Süden die Westerwälder Seenplatte, im Norden die Kopparer Schweiz, wunderschöne Mittelgebirgslandschaft. Also hier kann man schon gut leben. Sie haben es gesagt, Sie waren von 89, ich muss es kurz nachgucken, von 89 bis 2001 waren Sie Bürgermeister, Oberbürgermeister hier in Hachenburg, begleiten das seitdem natürlich aus Mainz, der Landtagspräsident heute zu Gast bei uns in der Sendung. Und wir haben natürlich ein großes Thema, der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlinge, die sind auch im Westerwald ein Riesenthema. Auch hier in Hachenburg wird erheblich geholfen. Na, haben Sie da einen Überblick drüber, wie ist der Stand der Dinge, wie sind die Hachenburger in Sachen Hilfsbereitschaft aufgestellt? Es gibt eine ganz große Hilfsbereitschaft. Viele Ukrainer sind ja auch zu Verwandten gekommen. Wir haben auch Mitbürger, die ursprünglich aus der Ukraine kommen, dann Verwandte wurden aufgenommen. Eine Familie hat allein 15 Personen aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft ist ganz enorm. Viele Leute stellen ihre Gästezimmer zur Verfügung, Ferienwohnungen zur Verfügung. Also es ist ganz enorm, wollen noch mithelfen, den Kindern zu helfen, hier in der Schule zurechtzukommen. Das ist wirklich ganz enorm. Also auch alle möglichen Unterstützungen nach wird geleistet. Die Verbandsgemeinde organisiert das hier, die Ehrenamtlichen. Das ist also wirklich eine tolle Geschichte. Und was ich auch für eine ganz fantastische Geschichte halte, es sind in den letzten 20 Jahren auch viele ukrainische Juden nach Deutschland gekommen, haben jüdische Gemeinden gestärkt. Wir hatten ja auch früher eine starke jüdische Gemeinde. Und jetzt kommen Juden aus der Ukraine, um in Deutschland Schutz zu finden und sagen, das ist ein sicheres Land, hier kann ich als Juden Schutz finden. Ich glaube, das ist auch eine unsere Geschichte kennt, ja, auch ein fantastischer Aspekt. Ja. Aber die enorme Hilfsbereitschaft, das zeigt auch, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist sehr groß. Wir sind keine Gesellschaft Egoisten, ganz im Gegenteil. Ja. Die meisten sind bereit, sich für solche Dinge zu engagieren. Und das findet in Hachenburg im großen Maße statt. Das ist einer der positiven Dinge, ne, die in diesem Land, im Bundesland vor allem auch sich ergeben haben. Ja. Aber haben Sie diese Häufung an Krisen schon mal erlebt? Sie sind ja auch lange dabei. Als Politiker sitzt man da in Mainz zusammen am Kabinettstisch und sagt, Mensch, mit den Kollegen, was tun wir? Ist man da auch mal ratlos oder wie ist die Stimmung? Das ist, man hat ja gesagt, jetzt haben wir 2 Jahre Corona gehabt. Ja, und dann passiert im letzten Jahr die furchtbare Flutkatastrophe. Ja, das ist ja unfassbares Leid. Mit einer riesen Kraftanstrengung muss jetzt der Wiederaufbau gewährleistet werden. Und jetzt die Ukraine-Krise, das haben wir noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt, dass so viele Krisen so dicht aneinander kommen. Aber eins sollten Sie auch bewusst sein. In der Demokratie ist man in der Lage, mit solchen Krisen zurechtzukommen, weil der Zusammenhalt in der Gesellschaft größer ist. Wir können auch mehr Menschen mit einbinden. Also schlimm das ist, das zeigt aber auch solchen Herausforderungen, wir kommen damit zurecht. Und wenn wir mal gucken mit der Corona-Krise, wie andere Regionen zurechtgekommen sind, wir sind relativ gut dadurch gekommen. Viel weniger Tote als woanders. Die Wirtschaft ist relativ stabil geblieben. Ja? Das gibt einem auch Mut und Zuversicht, mit sowas zurechtzukommen. Aber wir haben schon oft in Mainz gesessen und haben gesagt, wir hatten mal gedacht, mal ein paar Tage Ruhe zu haben, ja, und dann kommt die nächste Krise. Und wir hoffen, das war es jetzt wirklich für lange Zeit gewesen. Das ist das, ne, wenn in diese Mischung aus Krisen, dieses Überlappen, das haben wir so nicht erlebt. Ne? Du bist auch schon lange auf dieser Welt und hast da schon eine Menge mitbekommen, aber diese Häufung, die ist neu. Ne? Ja, es gab immer was, über das man sich Sorgen machen konnte, aber wirklich in dieser Überlappung und Häufung ist es wirklich neu. Aber ich bin auch optimistisch, dass man auch aus diesen Krisen wieder gestärkt hervorgehen kann. Du bist mit dem Wella-Portal, mit dem Wella-Markt aktiv. Du bist Vorstand und Mitgründer. Wir haben es im ersten Teil der Sendung schon gesagt. Das heißt, ihr kümmert euch vor allem ja um Erzeugnisse auch des Westerwaldes. Das muss man ja sagen, wir haben über die Wirtschaft viel geredet. Der geht es recht gut im Westerwald. Aber dieser Landstrich ist ja nun auch sehr nun mal ländlich, landwirtschaftlich auch geprägt und produziert sehr viele Produkte. Welche sind das zum Beispiel? Also zunächst mal haben wir den Anspruch, das gesamte Angebotsspektrum des Westerwaldes zu repräsentieren und auch kaufbar zu machen. Und ein Teil, und das macht in etwa die Hälfte, sagen wir heute, der Bestellung, vielleicht ein bisschen mehr, sind tatsächlich dann regionale Produkte, vorwiegend landwirtschaftliche Genussprodukte.
die hier in großer Zahl erzeugt werden, von meistens kleinbäuerlichen Betrieben, familiengeführt, dann auch mit der entsprechenden Hürde, dass so ein Gang ins Internet nicht so eben mal mit dem Fingerschnipsen zu machen ist, sondern da gibt es keine Warenwirtschaft, da gibt es von den Produkten in der Regel keine Fotos. Und hier haben wir auch den Anspruch, gerade diesen Erzeugerbetrieben zu helfen, diese ersten Schritte ins Internet mit uns zu gehen und dann auch in der Region erfolgreich zu vermarkten. Und wir stellen heute schon fest, dass uns Leute schreiben oder anrufen, ja, ich wusste ja gar nicht, dass es in Gieleroth bei Altenkirchen so tolle Fruchtsäfte gibt. Ja. Hm. Das weiß man vielleicht 10 Kilometer um Altenkirchen herum, aber im Süden des Westerwaldes kennt man das nicht. Wir haben tolle Landmetzgereien, die auch auf Nachhaltigkeit achten. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit noch im Thema Verpackung zu suchen. Wichtiges Thema. Jetzt seid ihr im Internet und da könnten jetzt einige sagen, naja, noch so ein Internetportal, was wieder riesigen Verpackungsmüll produziert. Wir kennen das, ne? Wir bestellen alle im Internet und dann haben wir hinterher die halbe Wohnung mit Kartons und mit Altpapier und mit sonstigem zugestellt. Wie ist das bei euch? Ihr versucht das zu vermeiden? Ja, wir vermeiden das, würde man sagen, in 90% der Fälle. Ab und zu muss doch mal was bruchgefährdet ist, ein Bierglas oder sowas in eine ordentliche Versandverpackung gepackt werden. Aber ansonsten liefern wir ohne die sogenannte Versandverpackung, sondern in der Verkaufsverpackung. Das heißt, wir liefern auch eine Flasche offen, ohne Verpackung, vielleicht maximal in einer Tüte verpackt, an der Haustüre ab. Und das war kein Selbstläufer. Wir mussten auch erstmal die Bevölkerung, die Menschen befragen, ob sie das denn akzeptieren, dass mein Nachbar unter Umständen sieht, dass ich einen schönen Westerwälder Kümmel bestellt habe. Ne? Wenn sie von einem großen Anbieter beliefert werden, dann ist das immer schön anonym verpackt, aber auch mit dem Nebeneffekt, dass sie den Verpackungsmüll entsorgen müssen. Und das versuchen wir weitgehend zu vermeiden und können das auch dadurch, dass wir selbst die Regeln bestimmen in unserer eigenen Lieferlogistik. Das heißt, ihr seid für das regionale Produzieren natürlich, aber nutzt die moderne Technik. Ohne jetzt aber natürlich im Internet, es gibt ja viele, die sagen zum Beispiel, ich kaufe mein Buch lieber in der Buchhandlung nach wie vor, in Hachenburg oder wo auch immer, statt bei Amazon. Das ist bei euch ja ähnlich. Ihr nutzt die moderne Technik, aber fördert das Regionale. Also bei uns kann man auch ein Produkt reservieren und sagen, ich hole es lieber im Laden ab, aber dann ist es bezahlt, ich muss nicht mehr an die Kasse. Ich weiß, dass es für mich reserviert ist. Ich fahre nicht dann umsonst 15 Kilometer, die ja im Westerwald ganz schnell zusammenkommen, wenn man zum Einkaufen fährt. Und in den letzten Tagen hatten wir sogar erste Bestellungen aus Berlin und deutschlandweit. Wie die auf den Wellermarkt gekommen sind, wissen wir nicht, weil wir haben noch gar nicht so viel Werbung gemacht, national schon gar nicht. Haben Sie mit Hachenburgern Kontakt, Herr Hering, die so in der Welt verstreut sind? Wird ja eine Menge geben, oder? Die mittlerweile. Ja, wir haben selbst meine Familie. Ein Bruder wohnt in den USA, einer in Frankreich und wir haben auch mit ehemaligen Hachenburgern Kontakt. Hachenburg ist international aufgestellt. Das ist wirklich erstaunlich. In Hongkong, also sind fast in jedem Land der Welt sind fast Hachenburger mittlerweile. Wie ist das eigentlich? Man könnte ja denken, dem Westerwald geht es recht gut, wir haben das gesagt und Sie kümmern sich um neue Firmen, die irgendwie angesiedelt werden, aber Sie haben gar nicht so viel freie Flächen, ne? Wir haben etwas freie Flächen, aber das muss man auch geschickt vernünftig umgehen. Wir müssen auch gucken, Nachhaltigkeit heißt auch nachhaltig mit den Böden umgehen. Wir verbrauchen zu viel Landschaft nach wie vor. Und deswegen ist auch wichtig, wir haben auch Konversionsliegenschaften. Die sind ehemalige Militärliegenschaften, die sind sinnvoll genutzt worden. Da sind auch die ein oder anderen Flächen frei, die kann man vielleicht auch noch dazu nennen. Dann wird es auch Firmen, die müssen umstrukturiert werden, ja, auch Firmen. Aber ich glaube, eine gute Firma, die innovativ ist, wir werden noch Plätze finden dafür. Also daran soll es nicht scheitern. Und insbesondere im Start-up-Bereich haben wir auch in Hamburg Wert drauf gelegt. Wir haben ein neues Gewerbegebiet hier erschlossen, ja. Wir gesagt haben, ja, wir schauen uns genau, wer kommt da. Ja? Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen? Sind es Unternehmen mit Zukunftsperspektiven? Die großen Speditionsflächen, die wollen überall hin. Ja? Die brauchen sehr viel Raum. Wir schauen schon,
wer will kommen und macht das nachhaltig sinnvoll. Julian, du bist nun der Jüngste in der Runde, Julian Groß von den Wirtschaftsjunioren Westerwald-Rhein-Lahn, wenn du das so hörst. Du bist ja auch nun aus der Region, aus Nistertal, ganz in der Nähe von Hachenburg. Wie wichtig ist dir dieses regionale Gehen, diese Heimatverbundenheit? Du bist ja mit den Wirtschaftsjunioren, kommen wir noch gleich drauf, auch europaweit aktiv. Und bringst sozusagen die Westerwälder Wirtschaftsjunioren europaweit ins Spiel. Aber wie wichtig ist für dich dieses Heimatgefühl? Total wichtig, weil hier ist einfach auch die Identität. Hier sind also auch die Wirtschaftsjunioren Westerwald-Lahn, sind natürlich hier im Westerwald beheimatet und eben auch hier schon seit Generationen beheimatet. Und wir haben uns auch selbst schon die Frage gestellt, warum gibt es unsere Firma jetzt in der vierten Generation seit 100 Jahren in Nistertal? Naja, weil es keinen Grund gibt, wegzuziehen. Wir haben hier alles, wir haben die Anbindung jetzt noch besser Richtung Montabaur durch die Umgehungsstraße. Wir haben Infrastruktur und auch eben wurde es ja schon gesagt, wir sitzen zwischen dem Ballungsgebiet Rhein-Main ab Frankfurt und genauso gut zwischen dem Ruhrgebiet. Und ob der Amazon-Händler das jetzt von Nistertal nach Hachenburg bringt oder von Nistertal nach Berlin oder nach New York oder Shanghai, ist für den Westerwald unerheblich. Und das geht auch aus der Heimat raus. Ihr seid mit den Wirtschaftsjunioren natürlich für den Westerwald zuständig, für die Westerwald-Lahn-Region. Aber ihr habt ein europäisches Projekt. Genau, also wir als Wirtschaftsjunioren sind ein Kreis, eingebettet in die Wirtschaftsjunioren Deutschland. Das heißt also das Prinzip, was ich eben gesagt habe, Unternehmer und Führungskräfte bis 40 gibt es überall in Deutschland verteilt auf 215 Kreise. Das heißt, wir haben auch einen Bundesvorstand, der übrigens dann auch recht schnell auf Krisen wie zum Beispiel Corona oder auch das Ahrtal reagieren kann. Wir hatten selbst wenige Tage, nachdem die Flutkatastrophe im Ahrtal war, viele, viele Menschen vor Ort, die im Ahrtal geholfen haben, weil wir als Unternehmer auch der Gesellschaft was zurückgeben wollen. Und wir haben natürlich auch Kapital und Zeitressourcen, dann eben vor Ort zu sein und in Gummistiefeln und mit einer Schippe in der Hand den Menschen vor Ort zu helfen. Genauso in der Corona-Pandemie haben wir super schnell darauf reagiert, dass wir Online-Formate geschaffen haben. Und auch das Thema mentale Gesundheit wurde immer wichtiger. Wahrscheinlich kennt es jeder, wenn man teilweise monatelang letztes Jahr im Winter im Dunkeln zu Hause gesessen hat und es war Lockdown oder Ausgangssperre, haben wir uns online getroffen und uns ausgetauscht, also Gespräche geführt. Und gerade als Führungskräfte sind wir eben in der Verantwortung, auch für unsere Firmen gesund zu bleiben, fit zu bleiben und da eben nicht uns einzubuddeln und einzuigeln. Und zu dem europäischen Thema, die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind wiederum Mitglied im JCI, das steht für Junior Chamber International, also die Jugendkammer International. Und das wiederum ist die Jugendorganisation der Vereinten Nationen. Das heißt, wenn wir im JCI-Namen international unterwegs sind, tragen wir auch das Logo der UN auf dem Rücken und damit natürlich auch die gesamten Werte. Also es gibt SDGs, das sind also die Sustainable Development Goals. Das heißt, es sind 17 Ziele, die sich die UN verschrieben hat, ähnlich wie die Millennial Goals. Also das sind die Nachfolger von diesen großen globalen Zielen, die wir als Wirtschaftsjunioren und damit eben auch als JCI international angehen und uns auch international vernetzen. Das heißt, wer sich jetzt als junger Unternehmer oder auch als Einzelfirma, wie auch immer, wenden möchte an euch, der kann zum Wirtschaftsjunior werden. Es gibt eine Altersgrenze. Genau, die ist mit 40 Jahren festgelegt. Dadurch halten wir den Verband einfach jung. Natürlich treten nicht alle Leute mit Anfang 20 ein, sondern auch im Laufe ihrer 20er oder auch im Laufe ihrer 30er. Und auch die sind willkommen, weil auch sie eben gestalten und nicht einfach nur angestellt sind, sondern als Führungskräfte eben auch die Möglichkeit haben, auf Kapital und auf Mitarbeiter zurückzugreifen und da eben dann auch einen Impact, also einen Effekt hervorzurufen. Ihr müsst noch mal ganz kurz mit in die Übergaberegelung bei euch. Ne? Der Vater, nun mal logischerweise älteres Semester, jetzt hat er den jungen Sohn, der ist sehr fit, sehr europaweit aktiv. Hat es da nie Reibungen gegeben? Das machen wir was anderes in unserem Graveurbetrieb. Und der Vater gesagt hat, nichts da, das haben wir immer so gemacht. Ja und nein, also die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, habe ich zwar gehört, wurde aber auch relativ schnell wieder aufgelöst, weil wir einfach auch erkannt haben, dass man eben auf dem neuesten Stand bleiben muss. Und die Reibereien, natürlich gibt es die gibt es auch heute noch und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und genau das ist ein gutes Zeichen, dass ich es anders mache. Weil wenn ich eins zu eins das übernehmen würde, wie mein Papa es gemacht hat, hätten wir keine Entwicklung durch den Generationenwandel. Und genau da ist eben der Ansatz, auch der Wirtschaftsjunioren, die junge Generation vorzubereiten, eben, ja, man kann fast schon sagen, dieses Land auch eben anzuführen. Und dadurch, dass wir so nah an der IHK sind, eben auch mit dem DIHK verbunden sind,
haben wir extrem viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es einmal im Jahr den sogenannten Know-how-Transfer, wo wir als Wirtschaftsjunioren Deutschland eine Woche lang einen Abgeordneten im Bundestag in Berlin begleiten dürfen und somit eben auch erfahren dürfen, was die Politik tut und denkt und die Politik aber auch uns mal fragen kann, dann eben auch außerhalb, wenn die Kamera mal nicht läuft, zu fragen, sag mal, wie ist es denn? Können wir da nicht was machen? Können wir nicht zusammenarbeiten? Und das ist eben dann der Punkt, wo man als Wirtschaftssenior aktiv ins Geschehen eingreifen kann. Ja, wenn wir das so hören und ich mir vorstelle, wenn man gerade überlegt hat, was Sie so denken, da muss man sich nicht so viel Sorgen machen, oder? Wie die jungen Leute hier im Westerwald drauf sind. Nein, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Das ist, noch nie war eine Generation so gut ausgebildet. Ja. Noch nie war sie international so aufgeschlossen und unterwegs gewesen. Ja. Deswegen mache ich mir gar keine Angst um die Zukunft gerade des Wirtschaftsstandorts, weil wir auch gute Betriebsübernahmen haben, wie die vielen Familienunternehmen, wo das langfristig geplant wird mit klugen Konzepten. Da muss man sich wenig Gedanken machen und viel engagieren sich auch. Ja. Das ist auch diese gute Basis, sagen, ja, wir sind wirtschaftlich erfolgreicher, wir wollen der Gesellschaft auch was zurückgeben. Ja. Denn es hat auch etwas zu tun, die Gesellschaft hat uns eins gegeben. Wir haben auch Glück gehabt, dass wir keinen Unfall hatten, andere Dinge, dass wir in richtige Märkte investiert haben. Und deswegen bin ich da sehr, sehr guter Dinge. Gerade man sieht, wie Wirtschaftsjunioren, welche tollen Programme die auch machen, auch Führungskräfte anzuwerben, ja, zu sagen, hier bleibt in der Region, schaut man in der Region um, welche innovativen Unternehmen es hier gibt. Ja. Hier habt ihr viel bessere Zukunftschancen, als im Riesenkonzern eine anonyme Nummer zu sein. Hier seid ihr wer, habt Aufstiegsmöglichkeiten. Und das ist vielleicht auch die Stärke, dass man sich kennt, gegenseitig unterstützt, Netzwerke hat. Das macht so eine Region, die überschaubar ist, auch stark. Sprechen die Menschen Sie denn auch sehr stark an hier und sagen, Mensch, ich habe hier ein Anliegen, da ein Anliegen, das stelle ich mir vor, ist so, oder? Sehr häufig, ja. Das ist auch die Aufgabe von mir, der Vermittler zu sein. Und es macht doch viel Freude, dann helfen zu können. Beim Wellermarkt das auch so, ja. Ganz am Anfang wurde ich dann gefragt, und das eine oder andere konnte ich dann helfen, ja. Und man sagt, das ist doch mitgeworden, weil wir alle zusammengewirkt haben, ja. Wirtschaft, Politik, die Landesbehörde, die Kommunen. Das macht doch Freude, ja, im Team etwas bewegt zu haben. Ja. Okay. Und da sind wir im Westerwald, glaube ich, unschlagbar. Ja. Wir halten zusammen und da spielen auch Parteigrenzen keine Rolle. Wichtig ist, dass die Region vorankommt. Das muss auch so gelten. Und das macht dann auch Freude, wenn man da mal helfen kann. Sehr gut, Wendy. Du hast auch Hilfe erfahren natürlich bei dem Wellermarkt. Das muss man sagen, ihr wollt auch und müsst auch irgendwie profitabel werden, braucht natürlich Reichweite, aber ihr seid eine Genossenschaft. Das heißt, nicht so rein, sage ich mal, kapitalistisch organisiert. Das ist schon mal gut. Wie war das bei dir? Du hast auch gerade aufmerksam bestimmt zugehört, als Julian so von seiner Denke erzählt hat. Was hast du bei dieser Neugründung jetzt im, sage ich mal, leicht fortgeschrittenen Alter anders gemacht als damals? Du warst ja auch schon sehr jung unternehmerisch aktiv. Ich habe damals wie heute im Prinzip aus dem Nullstadium heraus was gegründet. Ich habe mir immer Verbündete gesucht, weil alleine schafft es keiner heute in dieser komplexen Welt. Das war damals in meiner ersten Selbstständigkeit ein Partner. Nach einem Jahr kam ein dritter Partner hinzu. Hier im Wellermarkt war es eigentlich von Anfang an eine Teamarbeit mit meinem heutigen Vorstandskollegen Andreas Giel, mit Hendrik Hering, der uns Türen geöffnet hat in Mainz, dass man uns überhaupt zugehört hat. Wird dieses Hirngespinst, ein Online-Portal, ein E-Commerce-Portal für drei Landkreise zu machen. Wir haben dann das entsprechende Kapital eingesammelt über öffentliche Förderung von 25 Verbandsgemeinden, haben uns 13 auch finanziell gefördert. Die anderen kommen vielleicht noch zum Teil. Mal schauen. Dann haben wir das Genossenschaftskapital eingesammelt und das eben kennzeichnend für so ein Internet-Business. Da kann man nicht von Anfang an Gewinne machen, sondern man muss eine gewisse Durststrecke durchleben, bevor man dann irgendwann mal, wie sagt man neudeutsch, Cashflow positiv ist. Das heißt, dass genauso viel Geld reinkommt, wie rausgeht. Aber dafür haben wir uns 5 Jahre vorgenommen. Also das ist schon eine angemessene Zeit. Und das. Und ich stelle mir vor, du kannst jetzt als etwas älteres Semester jetzt in der Runde auch den auch älteren Zuschauerinnen und Zuschauern Hoffnung machen, dass die Technik viele Möglichkeiten eröffnet, oder? War ja für dich ja, jetzt auch so. Selbstverständlich. Also die Technik ist ja kein Selbstzweck, sondern sie ermöglicht vieles. Und diese Möglichkeiten zu erkennen, ist eigentlich die erste Herausforderung, der man sich stellen muss. Also einfach mal zu gucken, was geht mit Technik
Und dafür muss ich kein Techniker sein, dafür muss ich auch keine technische Ausbildung haben. Also ich habe mehrere Internet-Geschäftsmodelle entwickelt, ohne jemals was wirklich von der Technologie zu verstehen. Aber ich wusste, was mit Technik, was mit dem Internet, was mit Online-Medien möglich ist. Und daraus haben sich dann sehr schöne Geschäftsmodelle entwickelt. Das heißt, man kann mit der ganzen Technik heute auch eigentlich viel einfacher älter werden, alt werden und auch noch wirtschaftlich aktiv bleiben, ne? Wenn man neugierig bleibt, ja. Ja. Du musst mir noch eins verraten, das haben ja der eine oder andere vorher gesagt. Frag den Wendelin Abresch doch mal, ob er es bedauert hat jemals, dass er damals nicht bei 1&1 geblieben ist, eine der großen erfolgreichen Firmen in der Region. Du warst damals der Mitgründer, wirklich. Seit damals kennen wir uns auch. Hast du es jemals bedauert, da ausgestiegen zu sein? Nein. Aus diesem heute ja bedeutenden Konzern? Niemals. Ich habe heute ein deutlich ruhigeres Leben, als wenn ich dabei geblieben wäre. Das war ja damals ein extremes Wachstum. Ich hatte auch noch meine Agentur mit über 100 Mitarbeitern, für die ich Verantwortung getragen habe. Und dann musste ich mich entscheiden, gehe ich links oder gehe ich rechts. Ich bin halt rechts gegangen und das bereue ich nicht. Also ich muss auch, das kennzeichnet mein Leben, ich unterliege oft dem Reiz des Neuen, ich muss auch immer was Neues machen. Also so ein Unternehmen, was immer das gleiche Geschäftsmodell über 50 Jahre macht, das wäre nicht so mein Ding. Das war's für heute bei unserer Talkshow aus dem Westerwald, die Wellerwelt, der Talk aus dem Parkhotel in Hachenburg. Vielen Dank meinen Gästen, Hendrik Hering, Landtagspräsident, Wendelin Abresch, der Gründer des Wellermarktes, und Julian Groß von den Wirtschaftssenioren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis bald. Wellerwelt, der Talk, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung Ihrer Westerwaldbank. Ihre Bank, die da ist, wo Sie sind, vor Ort und digital.